Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Tja, unsere Fähigkeitspunkte wurden einfach mal zurückgegeben. Wie freundlich. Tja, haben wir 10 Punkte. Was soll ich jetzt damit machen? Ich glaube, ich skill einfach mal jetzt nicht mehr auf den Heiler. Denn als Heiler macht man meines Erachtens nach einfach viel zu wenig Schaden. Ich weiß, das ist Standard, aber also dass der Heiler weniger Schaden macht, aber ich würde sagen, ich versuche einfach mal den Artilleristen. Mal schauen, wie es damit läuft. Und ja, die 1.3 ist draußen. Wir haben 2 Briefe, die hole ich jetzt erstmal. Die hole ich jetzt als erstes. Post meins. Ja, das sind meine. Hier einmal 48.000 Credits von meinem Main. Und einmal 50.000 Credits von meinem Main. Denn mit der 1.3 gibt es Charaktervorteile zu kaufen. Was ich jetzt natürlich direkt machen werde. Und zwar kann man sich hier, dies hier werde ich uns kaufen. Plöpp. Meins. Und ich suche gerade Klassenmission. Klassenmission hier. Ja. 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 Oh. Nicht genug Geld für. Naja. So. Dann laufen wir mal. Eric kommt noch hinterher, das ist gut. C2N2. Ich suche gerade. Moment. Orientierung, da. Wir müssen nämlich einmal ganz kurz zum Handelsmarkt. Was ich eigentlich, glaube ich, gerade vergessen kann. Naja. Kann ich das erstmal wieder vergessen? Ja, ich rekonstruiere erstmal eine ganz schöne Runde. Plöpp, meins. Alles weg, alles meins. Was mich nur gerade wundert, wieso das mehr gekostet hat bei meinem Main, hat das, glaube ich, nicht ganz so viel gekostet. 10.000, 20.000, 30.000. Ach so, weil es hier... Ah, okay. Gut, das erklärt eine Menge. Naja. Wenigstens habe ich das schon gekauft bekommen. Und... Naja. Ich werde erstmal weiter kurz rekonstruieren. Werde dann nochmal ganz kurz eine Pause einlegen hier. Und werde mich dann zurückmelden. Aber erst werde ich dann... Juhu, meins. Neuer Lauf. So, erstmal schön alles rekonstruieren hier. Und wie gesagt, dann mache ich mal ganz kurz eine Aufnahmepause, denn... werde ich nochmal kurz pausieren, die Aufnahme. Denn dann suche ich mir erstmal eine anständige Skillung für den Artilleristen raus und werde mir nochmal ganz kurz... Geht doch. Geld rüber schicken, damit ich uns auch noch was Schönes kaufen kann. Denn das wollte ich eben machen. Es wäre nämlich viel einfacher damit, das LP zu gestalten, vor allem auf Taris, nach Shadar und den weiteren Planeten, die dann noch kommen mögen. Also würde ich sagen, bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Da bin ich wieder. Ich laufe nochmal ganz schnell hier hoch. Denn, wie gesagt, ich kam mit meinem Main, habe ja ein bisschen Geld gekauft. Geld gekauft, genau. Nein, hab mir Geld geschickt. Und ja, jetzt muss ich einmal kurz zum Handelsmarkt. Mit dem frisch geschickten Geld eben was kaufen. Ich bin nämlich Zeit. Und ich Vollidiot habe vergessen, nach einer Skillung zu suchen. Das kann ja heiter werden. Egal, mache ich halt noch eine Pause gleich. Tut mir leid, aber naja, ihr merkt davon ja eh nichts. So. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, nehmen wir den. Nehmen wir den Rendi-Wachmann oder nehmen wir den Cherka-Patrouillierer? Ich nehme den Cherka-Patrouillierer. So, meins. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Das freut mich doch. So. Jetzt haben wir das und jetzt muss ich noch eben hier und das und ja und das. Plöpp. Du hast deiner Sammlung ein neues Fahrzeug hinzugefügt. Den Cherka-Patrouillierer.
So, und den packen wir mal direkt hier hin. Juhu! Und da ist unser Gleiter. Huch. So, sowas wollte ich mir nämlich kaufen. Das geht nämlich auf Taris und auf Tatooine vor allem. Tatooine sind wir zwar noch nicht, aber trotzdem, das geht auf jeden Fall sehr viel schneller. Muss ich ganz ehrlich sagen. Huch. Ach ja, und wie... Oh, da hat noch einer unseren Gleiter. So, und wie ihr seht, das Interface ist wieder angepasst, wieder verändert. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lasse. Naja. Ist ja egal. Und ich würde sagen, ich mach da noch mal ganz, bin da nochmal ganz kurz weg. Suche nochmal eben eine anständige Skillung raus. Und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Mach das einmal ganz kurz auf. Wir haben 10 Punkte. Hier das natürlich. Hier die 3. Und dann diese 5. Und das sollte auch reichen. Also das Ganze übernehmen. Fähigkeitspunkte zugewiesen. Jetzt muss ich noch ganz kurz in den Einstellungen ganz kurz was anpassen. Wieso ist das da? Komm hier hin. Und zwar würde ich noch gerne die Tastaturbelegung ganz kurz anpassen. So, das war jetzt definitiv die letzte Änderung. Ich sehe gerade... Grit. Sorry, da muss ich jetzt einmal ganz kurz im Aha nachschauen. Was diese Personen denn... Mein Gott. Nein, jetzt mach doch mal was ich so. So, was diese Personen denn für diesen schwarz-violetten Kristall haben möchte. Denn so einen suche ich noch. Da muss ich einmal richtig Stoff geben, wenn ich da überhaupt noch was kriege. Und dann... Versprochen, die Folge wird dafür auch länger, dafür, dass ich jetzt hier so rumgurke. Und, deshalb, ne, dafür, dass ich hier so rumgurke, mache ich die Folge länger. Aber da muss ich doch einmal ganz kurz nachschauen. Oh, ach du Schande, was ist denn hier los? So, schwarz-violett. Such. Oh. Gut, das hat sich dann wohl erledigt. Abflug. 5 Millionen sind mir etwas zu teuer. So. Jetzt noch ganz kurz den ganzen Schrott. Was habe ich eigentlich? Waffenbau. Den ganzen Schrott, den ich habe, noch verkaufen. Ah, Mann, jetzt mach doch mal, was ich will. So. Nein, keine Lust, geh weg. So, alles verkaufen. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, kurz repariert und jetzt, wo ist unser Hangar? Welcher ist unser Hangar? Da. Gut. Ah. Hangar des Soldaten. Los geht's. Und mir fällt gerade ein, ich sollte als Soldat nicht in der Gefechtsunterstützung sein, glaube ich. Mehr Schaden oder Rüstung? Nehmen wir Rüstungsdurchschlag. Ach ja. Waffen könnte man auch mal eben. Und los geht's. Und da sind wir auch schon auf unserem Schiff. Ich habe mir erlaubt, Ihr Quartier abzustauben. Die Gesundheit Ihrer Atemwege ist eines meiner... Schnauze. So. Und wieder verlaufen. Wie ihr seht, es hat sich ein wenig verändert an der Grafik. Ich zeige das nochmal. Wenn ich jetzt Flächenangriff mache, sieht das ungefähr so aus. So. Hier hoch. Hilfe. So, wir müssen nach Taris, dem schlimmsten Planeten, den ich kenne.
Gut, es gibt noch einige andere, aber Taris ist wirklich scheiße. Ist halt so. Hallo. Lädst du mal die... Danke. Taris. Jawohl, schön im Sitz des Imperiums. Da, wo wir alle hinwollen. Wir reisen nach Taris. Benutze das Holoterminal deines Schiffes. Mach ich. Guten Tag. Hallo? Einer da? Bitte kommen, Lieutenant. Hier spricht General Garza. Hört ihr mich? Die Zeit kann ich wohl erübrigen. Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr gerade auf Taris gelandet. Ich habe bereits den Regimentskommandanten Colonel Gaff benachrichtigt, um euch seine Unterstützung zu sichern. Colonel Gaff kennt die Details eurer Mission nicht und so soll es auch bleiben. Er weiß nur, dass er euch auf jede erdenkliche Weise helfen soll. Wissen wir, welcher der Chaos-Trupp-Verräter sich hier versteckt? Ich fürchte, nein. Ihr werdet vor Ort Informationen beschaffen müssen, um die Identität und den Aufenthaltsort eurer Zielperson zu bestimmen. Taris ist gefährliches und ungezähmtes Niemandsland. Sämtliche Gebäude sind einem Sith-Angriff vor einigen Jahrhunderten zum Opfer gefallen und die gesamte Bevölkerung wurde ausgelöscht. Wo einst Städte wie auf Coruscant standen, gibt es nur noch Sümpfe und Ruinen. Der Wiederaufbau des Planeten ist ein wichtiges, symbolisches Ziel für den Senat. Wenn ich beim Wiederaufbau helfen kann, dann werde ich es tun. Natürlich. Verliert nur euer Primärziel nicht aus den Augen. Das ist alles, was ich euch sagen kann, Lieutenant. Meldet euch, wenn eure Operation abgeschlossen ist. Dann wollen wir dieses gefährliche, ungezähmte Niemandsland mal erkunden. Ja, das wollen wir dann mal machen. Wenn ich wieder was sehen würde. Ja. Ja, da. Ich kann einfach nicht widerstehen. So. C2N2 nochmal einen auf die Mütze gegeben und Schiff verlassen. Sechs riesengroße Antriebe. Wieso nicht? Ja, und willkommen auf Taris. Dem schlimmsten Planeten, den ich kenne. Es gibt wirklich... Der ist wirklich schlimm. So. Juhu! Ah, so ein Gleiter ist doch so praktisch. Muss man echt sagen. Ich bin froh, dass man den jetzt ab Stufe 10 kaufen kann. Wenn man sich das vorher im Vermächtnis freigeschaltet hat. Wenn... So. Ja. Oh, da ist eine Quest für Willkommen uns. Auf Taris. Ich bin Gouverneurin Zaresh. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Also an die Arbeit. Zusammen. Wo ist die? Naja. Egal. Moin, Bardo. Einen Moment bitte. Strom? Scanne. Identität bestätigt. Das ist der Kerl. Sehr erfreut, Lieutenant. Wir haben einige Sicherheitsbedenken beim Wiederaufbauprojekt und Gouverneurin Zaresh hofft, dass ihr und euer Team helfen könnt. Mein Team hat bereits einen Prioritätsauftrag. Sicher, sonst wärt ihr wohl kaum hier. Aber die Situation ist wirklich kritisch. Taris ist wesentlich gefährlicher, als ursprüngliche Berichte nahegelegt haben. Die Details sind außerhalb des Planeten nicht jedem bekannt, aber... Aber wir versuchen, einen Planeten wieder aufzubauen, der voll von giftigem Schrott und verseuchten, fleischfressenden Monstern ist. Und es funktioniert nicht. Gouverneurin Zaresh hat bereits Pläne, um einige der Hindernisse aus der Welt zu schaffen. Aber für deren Durchführung bedarf es fähiger Individuen. Individuen wie euch. Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Glänzend.
Gouverneurin Zaresch wird die Pläne detailliert mit euch besprechen wollen. Ich werde sie wissen lassen, dass sie gleich mit euch rechnen kann. Dank eurer Hilfe wird sich für die Leute hier alles ändern. Danke. Viel Glück. Bitte. Und weiter geht's. Lalalalalalalalala. Und das ist Taris. Und dieser Planet stand mal im Wettkampf mit Coruscant? Die verdammten Sith müssen hier mit jeder Menge Artillerie am Werk gewesen sein. Ja, ich denke mal. Die haben nämlich Taris, ich glaube, aus dem Orbit bombardiert. Deshalb vermute ich mal, das kann man doch, glaube ich, hoffentlich als Artillerie werten. So, hallo Relus Po. Was gibt's? Wieso hast du eine Quest für mich? Wir warten schon seit Wochen. Und diese Viecher verpesten immer noch unser Eigentum, während ihr jämmerlichen sogenannten Verteidiger der Republik euch in der Basis sonnt. Dies ist eine Militäroperation, Sir. Dieser Planet wurde nicht für zivile Bewohner freigegeben. Mein Bruder wollte euch nicht beleidigen. Doch unsere Familie träumt schon seit 3 Generationen davon, unseren Platz auf Taris wieder einzunehmen. Und jetzt von diesen Dingern aufgehalten zu werden... Es ist nie schön, einen Soldaten der Republik zu sehen, der einem der Seinen die Hilfe verwehrt. Ich befolge nur meine Befehle. Taris ist unsere Heimat. Wir werden nicht warten, bis die Armee sich das Beste davon heraussucht und uns die Reste hinwirft. Die Republik hat unsere Aufzeichnungen bestätigt. Aber ein paar Gesetzlose haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Im ganzen Perimeter wimmelt es von Sicherheitsdroiden. Ihr müsst vorher irgendeine Gefahr beseitigen? Es sind keine Rakgule oder so etwas. Etwas lebt dort. Empfindsame Wesen. Sie haben überall im Perimeter Sicherheitsdroiden verteilt. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir wurden fast umgebracht, als wir unser Eigentum betreten wollten. Die Republik kümmert sich um jegliche solcher Inbesitznahmen durch nicht einheimische Lebensformen, abhängig von ihrem strategischen Wert. Wo ist Ihr Land in den Expansionsplänen eingeordnet? Privatland. Es wird erkundet, sobald die öffentlichen Gebiete gesichert sind. Das sagen Sie die ganze Zeit, dass wir es nur einfordern können, wenn wir diese furchtbaren Droiden selbst bekämpfen. Aber wie? Es sei denn, ihr könntet uns helfen? Euer Anspruch erscheint rechtmäßig. Hervorragend. Dann viel Spaß. Wenn irgendwas Wichtiges vorfällt, könnt ihr ein Formular im Hauptquartier ausfüllen. Wir müssen nur diese verdammten Droiden ausräuchern und herausfinden, wer sie kontrolliert. Ich kann mich um den Rest kümmern. Also, ich denke mal, das mache ich dann lieber im Alleingang, denn... Ja. Formulare ausfüllen ist nicht ganz so meine Ecke. Ich guck gerade, Skills sollten so in Ordnung sein. Ich werde die vermutlich irgendwann nochmal umstrukturieren müssen. Aber das mache ich irgendwann, wenn ich gerade mal nicht aufnehme. Das Kommando so. Kündigt immer wieder neue Taktiken an. Ist doch schön. Vorsicht da draußen. Hallo Urana Kiel. Hey, hat euch die Republik geschickt? Können wir dieses stinkende Flüchtlingslager verlassen und nach Hause? Ich gehöre nicht zu den hiesigen Einheiten. Was ist mit eurem Zuhause? Habt ihr das nicht gehört? Plünderer haben uns überfallen. Das Militär kämpft gegen sie an, aber wir mussten evakuiert werden. Während eine Seite plündert, bombt die andere. Und wir müssen hier in Zelten ausharren und hoffen. Es ist besser, dass ihr hier seid, als auf einem Schlachtfeld. Sie hätten uns aber nicht mitten in der Nacht aus unseren Häusern rausschleifen müssen. Wir konnten nicht mal was mitnehmen. Meine Mutter steht unter Schock, verlässt fast nie das Zelt. Das ganze Lager wartet nur darauf, zurück zur Siedlung zu können. Aber die Plünderer sind wohl noch dort und wüten umher. Ich könnte einen Blick auf euer Haus werfen und sehen, ob noch alles steht. Hey, habt ihr gesagt, dass ihr zu ihrem Haus geht? Jemand geht zur Siedlung? Bringt mir meinen Landgleiter mit! Meine Farmdroiden sind noch da draußen. Und mein Schallreiniger. Hey, Bader, kommt her, jemand macht einen Ausflug. Ihr alle, haltet euch zurück. Einer nach dem anderen. Oder niemand bekommt irgendwas. Das könnte eine Weile dauern. Seid ihr noch mit dabei?
Es können nicht alle auf einmal reden. Okay, immer nur einer. Jeder bekommt einen tragbaren Gegenstand. Überlegt euch das gründlich. Ich brauche meine Gartenwerkzeuge. Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben müssen und wenn wir hier etwas anbauen wollen, brauche ich sie. Ich muss den ganzen Tag mit anhören, wie dumme Jungs aus Langeweile miteinander raufen. Ich habe eine Schachtel mit 10 Paar Sargdecks. Bringt sie mir. Ich habe einen Mikrogenerator in meiner Werkzeugkiste. Bringt mir die Kiste, damit wir hier etwas Strom haben. Ich habe in meiner Freizeit an einem Roman gearbeitet. Er ist in einer Datei gespeichert. Ich bin sicher, dass er nicht gestohlen wurde. Und ich brauche nur unsere Nadu-Samen. Ein paar Päckchen würden uns lange weiterhelfen. Das würde meiner Mutter viel bedeuten. Bitte, beeilt euch. Ja, machen wir doch. Machen wir ganz einfach. Einmal rein, Sachen holen, wieder verschwinden. Passt. So, Gruppenphase. Hopp, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein. Büro der tarisianischen Gouverneurin. Hallo, Gouverneurin. Ach, dieser Resch. Hallo. Ich bin sicher, es würde funktionieren, wenn wir nur genügend Leute hätten, aber das haben wir nicht. Wir sind einfach in der Unterzahl. Es macht nicht allein die Masse. Wir brauchen nicht mehr Leute, sondern die richtigen. Der Chaos-Trupp ist bereit zum Einsatz, Gouverneurin. Kein Grund für solche Formalitäten, Soldat. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin Gouverneurin Saresch. Unser Ziel auf Taris ist klar. Wir bauen alles auf, was die Sith zerstört haben, und erinnern die Galaxis daran, dass die Republik niemals aufgibt. Aber die Ressourcen sind knapp, und wir müssen uns einigen schweren Herausforderungen stellen. Toxische Chemieabfälle, plündernde Piraten und die Kreaturen der Wildnis. Rakule, jeder Biss kann euch in ein böses Monster wie sie verwandeln. Da draußen sind Tausende, vielleicht sogar Millionen. Woher kommen diese Kreaturen? Wie sind sie hierher gekommen? Das weiß niemand genau. Sie waren schon vor der Sith-Bombardierung hier und sind seitdem immer mehr geworden. Die Rakule benutzen Tunnel unter den Ruinen, um unsere Soldaten aus dem Hinterhalt anzugreifen und zu überwältigen. Jedes Arbeiterteam, das wir losgeschickt hatten, wurde dezimiert. Wir sind hergekommen, um das größte Wiederaufbauprojekt in der Geschichte der Republik erfolgreich abzuschließen. Doch jetzt verstecken sich die Arbeiter in diesem Außenposten wie ängstliche Kinder. Aber nicht mehr lange. Ihr habt euren Posten nicht zu Unrecht bekommen, Gouverneurin. Ich tue nur meinen Teil. Wir müssen die Rakgule dezimieren, damit unsere Sicherheitstrupps ihre Arbeit machen können. Chief Trick hat einen Plan erarbeitet. Einen selbstmörderischen Plan? Einen kühnen Plan, um die Tunnel einstürzen zu lassen, die die Rakgule für Hinterhalte gegen unsere Leute nutzen. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Alte Lüftungsschächte verbinden immer noch einige Knotenpunkte des Tunnelnetzwerks mit der Oberfläche. Wenn ihr genügend Sprengladungen hineinwerft, bringen sie den ganzen Komplex zum Einsturz. Ein simpler Sprengeinsatz. So gut wie erledigt. Simpel bis auf die Horden hungriger Monster, die euch da draußen fressen wollen. Ihr seid bekannt dafür, dass ihr auch aussichtslose Missionen erfolgreich abschließt. Werdet eurem Ruf gerecht. Helft uns dabei, Taris zur Zukunft der Republik zu machen. Schauen wir mal. Naja, hier sind wir auch fertig. Hopp. Und jetzt müssen wir noch unsere Klassenquest annehmen. Annehmen, abgeben, wie auch immer. Beides zusammen am besten. Dazu laufen wir hier einfach mal durch dieses komplett zerstörte... naja, Städtchen kann man nicht mehr sagen. Naja. Lalalalalala. Klopf, klopf. Hallo. Hallo. Ah, der uns unterstützen soll. Moin. Sieh an, sieh an. General Garza beehrt uns mit ihren Tapfersten. Steht bequem. Ich bin Colonel Guff und das sind meine ranghöchsten Offiziere. Eure Kommandantin hat mich angewiesen, alles zu tun, was notwendig ist, um eure Mission zu unterstützen. Natürlich hat sie mich nicht wissen lassen, was eure Mission ist. Würdet ihr mich aufklären? Ich kann nicht über Einzelheiten reden. Typisch.
Vergesst die Rekonstruktion von Taris. Ich muss alles umschichten, um bei einer unsinnigen, streng geheimen Mission zu helfen. Wonach auch immer euch Gaza suchen lässt, ihr werdet es auf Taris nicht finden. Seit ich das Kommando habe, ist nichts Außergewöhnliches passiert. Spähtrupps 3, 5 und 8. Alle verschwunden, alle ohne Erklärung. Sergeant Dawn, ich erinnere mich nicht daran, euch Sprecherlaubnis erteilt zu haben. Ich habe nicht mit euch gesprochen. Ich habe mit dem Lieutenant gemäß den Anweisungen von General Gaza gesprochen. Gebt ihr mir den Befehl, gegen Vorschrift 73b zu verstoßen und somit die Direktive des Generals zu missachten, Colonel? Ihr kennt das Regelbuch in- und auswendig, nicht wahr, Sergeant Dawn? Wenn der Sergeant Informationen besitzt, möchte ich sie haben. Die Angelegenheit wurde vor Tagen geklärt. Taris ist gefährlich. Verluste unter Spähtrupps stehen an der Tagesordnung. Es ist bedauerlich, aber nicht ungewöhnlich. Egal, was Sergeant Dawn sagt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss einen Planeten führen. Fahrt mit eurer geheimen Mission fort, aber haltet euch aus den wichtigen Angelegenheiten hier raus. Ich entschuldige mich für den Colonel, Lieutenant. Nicht jeder ist zum Anführer geeignet. Colonel Garf missachtet einen direkten Befehl. Ich kann euch versichern, dass dies nicht das erste Mal ist. Ich bin Sergeant Elara Dawn, Kommandantin des Such- und Rettungskommandos 204. Drei ganze Trupps werden vermisst. Die Lage ist sehr ernst. Habt ihr eine Idee, was mit diesen Männern passiert sein könnte? Leider nicht, Lieutenant. Verluste unter in Sümpfen operierenden Spähtrupps sind normal. Rakgul-Angriffe sind für den Großteil verantwortlich, etwa 87%. Wir haben in diesen Fällen aber keine Spuren solcher Angriffe finden können. Jemand anderes hat diese Trupps angegriffen. Wenn ihr nach ungewöhnlichen Aktivitäten sucht, dann habt ihr sie gefunden, Lieutenant. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Sergeant. Mein offizieller Bericht über die vermissten Truppen enthält auch ihre letzten bekannten Koordinaten. Ich lade sie auf euer Datenpad. Taris fällt unter Gebietsprotokolle für unerforschte und ungesicherte Bereiche. Alle Rüstungskameras senden direkt an das SR-Kommando. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Klingt nach einem Plan, Sergeant. Viel Glück, Lieutenant. Das war interessant. Ich hatte Ausbilder, die lockerer drauf waren als diese Frau. Ganz zu schweigen von ihrem Ton. Was meint ihr? Was ist mit ihrem Ton? Ich kenne nur Imperiale, die so sprechen. Die Republik muss ihre Heimatwelt während des Krieges befreit haben. Wenn sie im Imperium aufgewachsen ist, würde das viel über ihren Charakter erklären. Ich denke, die Republik könnte mehr Offiziere wie Dawn gebrauchen. Und ich denke, dass ein Soldat seine Zeit besser nutzen kann, als Regelbücher auswendig zu lernen. Dann kümmern wir uns wohl wieder um unsere Arbeit. Ich werde auf uns aufpassen. So, suchen nach Spähtrupp 3. Machen wir. Nein, wir suchen natürlich einen Spähtrupp. Aber wo müssen wir denn suchen? Suchen nach Spähtrupp 3. Na also. Hui. Knarre raus. Gleiter raus. Losfliegen. Ah, das ist immer das Schönste. Mit dem Gleiter durch irgendeine zerstörte Landschaft brettern. Juhu! Und davon werden wir noch ganz viel zu sehen bekommen. So, einmal ganz kurz das Taxiterminal noch annehmen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Also gerade gar keine. Super! Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Rakgule. Ups. Und Schuss. Und Schuss. Das war alles? So, wir müssen hier lang, oder? Ja, so ungefähr. Yay, Rakgule zum Umnieten. Mörser Hagel. So, alle tot. Also ich glaube, hier sind wir richtig.
ungefähr. Ja, auf der Map ist hier ein Weg. So, aufladen. Sowas ist doch immer schön. Nachladen. Und ich würde sagen, wir laufen mal lieber in die Richtung. Oh, der ist gereizt. Alle tot. So, dann finden wir mal eben Spätrupp 3. Hoffe ich mal. Ja, finde Spätrupp 3. Untersuche den Energie. Untersuche die Energie. Ah, okay. Machen wir mal. Das sind Energiewandler, Lieutenant. Alte. Irgendwelche Theorien, wie sie dorthin gelangt sind? Ich hatte gehofft, ihr könnt mir das sagen. Energiewandler entstammen Zündungssystemen, Maschinenteilen. Es ist schwer, sie zu entfernen. Jemand hat diese Wandler fallen lassen. Entweder die Patrouille oder die Angreifer. Wir brauchen mehr Informationen, um herauszufinden, wer von beiden. Ich werde unverzüglich die nächsten Koordinaten absuchen. Ich bleibe in Kontakt, Lieutenant. Dorn Ende. Tschüss. So, Spätrupp 5 suchen. Wo müssen wir jetzt hin? Ist der hier? Nein. Da ist Spätrupp 5. Sorry, du Drohne. Ja, würde ich aussehen. Tschüss. So, dann zwei Rakule muss ich noch umlegen. Na gut. Wenn es weiter nichts ist, die zwei, die sterben so schnell. So schnell können die gar nicht gucken. Hui. Da sind schon welche. Und jetzt muss ich 40 Rakulo umlegen. Yay, noch mehr. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg in die Siedlung. Ist vielleicht besser. Schieß doch! Alles tot. Ist vielleicht auch gut so, dass sie jetzt alle tot sind. Da sind auch nochmal welche. Ich glaube, da gehe ich mal mit dem Schusshakel rein. Komm hier. Oh. Sind sie alle tot? Pech. Und wir haben einen neuen Blaster bekommen. Ist der gut? Ist der besser? Nein. Schnell die sterben. Das ist ja schon kaum zu glauben. Naja. Ich habe den Blick in den Augen dieser Wachen schon tausendmal gesehen. Sie rechnen mit Ärger. Was für Wachen? Wo siehst du...
Ah, Wachen. So, erstmal hier runter. Ich vergesse die ganze Zeit meinen Gleiter, weil ich mich hier überall durchbombe. G5KN. Guten Tag. Ich sehe mir die Sache besser mal an. Für die Republik! Und da haben wir unsere erste H4. So, erstmal hier rum. Und ich denke mal, wenn ich hier das alles geholt habe, soll das auch reichen für diese Folge. Aber wie gesagt, das werde ich noch eben holen. Hier diese Quest, hier diese geschätzten Besitztümer. Uppala! Ein Hund! Erwischt! Jupp, erwischt. So, da scheint doch schon mal das erste Teil zu sein. Und dann auch noch unbewacht. Freundlich. Danke. Gartenwerkzeuge haben wir. Ah. Oh, alle tot. Oh, da ist noch einer. Warten, 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 warten. Feuer. Und 5 von 8 Toten. Plünderer. Nachladen. Sollte erstmal reichen. Hallo? Hallo? Und tschüss. Da ist auch was. So, die paar Zackdecks haben wir jetzt auch. Nachladen. Nein, Heilsonde. Und Munition nachladen. So, dann haben wir hier ein Haus. Gehen wir auch mal eben rein. Hallo. Alles tot. Datenbank der Siedlungskolonie. Das ist die Datei mit den Romandaten. Ist hier was? Nein. Hier ist was. Das müsste die Werkzeugkiste, genau. Jetzt fehlt nur noch die Nadu-Samen. Wo die sind, ist eine gute Frage, denn ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Hier irgendwo? Nein. Irgendwo noch ein Haus? Ich laufe einfach mal in die Richtung, weil da war... Da waren wir und da war nichts, sag ich mal so. Oder ich hab's einfach übersehen. Jupp, da sind sie. Gewehrschützen. Stirn. Oh, alle tot. So, meins. So, kehre zu der Ollen zurück.
Und jetzt verschwinden wir nur noch eben von diesem Gebiet. Aus der Siedlung. Und was ist das hier? Achso, H4. Nee, die machen wir jetzt nicht. Ich laufe erstmal hier weg. Mit Vollgas. Wieder zurück auf die Hauptstraße. Und dann war es das erstmal. Ne, ich habe mich verguckt. Schade. Ich habe gedacht, da könnte man was anklicken. Naja. So, erstmal auf Hauptstraße zurück. Und welche Richtung? Falsche Richtung, die Richtung. So. Ich würde sagen, bis hierhin erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.